Hi, ich bin Marco, Gründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Strategen. Unsere Aufgabe ist es, deine Internetseite im Netz auffindbar zu machen. In diesem Video erkläre ich dir den Begriff Suchmaschinenoptimierung, kurz auch SEO genannt. SEO steht für Search Engine Optimization. Viele beziehen die Suchmaschinenoptimierung nur auf Google, was leider falsch ist. Letztendlich geht es darum, auf Suchmaschinen zu optimieren, wo deine Nutzer unterwegs sind. Das kann auch Bing sein oder Amazon oder vielleicht spezielle Suchmaschinen oder Verzeichnisse, die man entsprechend optimieren kann. Zum Beispiel auch für Hotelbetriebe das Portal Booking. Kommen wir jetzt aber zur klassischen SEO in Bezug auf Google. Diese wird unterteilt in On- als auch Off-Page. In der On-Page geht es erstmal darum, dass man sagt, okay, wie suchen deine Nutzer überhaupt nach dir? Also es gibt erstmal eine Strategie, eine Keyword-Recherche, eine Klassifizierung, welche Landing-Pages dann für welches Keyword geeignet sind und so weiter und so fort. Dann kümmert man sich um die Technik. Also deine Internetseite muss auch crawlbar sein. Google muss deine Seite verstehen. Duplicate Content muss vermieden werden und so weiter. Letztendlich optimiert man dann on-site. Also man hat die geeignete Landingpage, man weiß, was man damit erzielen möchte, welche Keywords bedient werden sollen und optimiert entsprechend die Seite. Da optimiert man beispielsweise den Title Tag, die Description, die Gliederung, also H1, H2. Man optimiert aber auch den Content dahingehend. Content ist aber auch nicht gleichzeitig Text. Content können Bilder sein, Videos und vieles mehr. Man beachtet auch die Usability, also ist deine Homepage wirklich auch bedienbar? Ist sie responsive? Kann ein Nutzer sich auf deiner Internetseite wohlfühlen? Findet er sich zu seiner Suchintention eigentlich wieder? In der Off-Page geht es darum, erstmal einen Link-Audit zu machen. Man muss erstmal verstehen, welche Backlinks besitzt du bereits, welche Backlinks fehlen dir. Gibt es vielleicht negative Links? Aus negativen macht man beispielsweise einen Detox, also man disavowt negative Links. Negative Links können Seiten sein wie Porno, Pillen oder Poker. Es kann aber auch so sein, dass du viele Backlinks aus dem Ausland hast oder unrelevante oder aus Branchenverzeichnissen, die überhaupt keinen Mehrwert bieten. Dann geht es um den Linkaufbau. Also meist in Verbindung mit Content Marketing, dass man schaut, dass man themenrelevante Verlinkungen für deine Internetseite generiert. Sowohl in der On-Page als auch Off-Page kümmert man sich auch um das Monitoring deiner Seite. Also hast du ein starkes Linkwachstum von negativen Links oder wie entwickeln sich deine Keywords, dein Traffic, dein Nutzerverhalten? Es gibt bei Google mehrere SEO-Kanäle. Das können sein Google News, das kann die Bildersuche sein, es kann Local sein, also Google My Business, was optimiert werden kann, die Videosuche, aber viele verbinden Google SEO meist mit den 10 Textlinks, also mit den 10 organischen Treffern. Der Vorteil einer SEO ist, der Traffic ist für dich und für dein Unternehmen kostenlos. Er ist messbar und letztendlich auch für dich nachhaltig. Wenn du gute Platzierungen erreicht hast und die auf einer SEO-Maßnahme im Whitehead oder grenzwertig im Greyhead-Bereich, dann ist dieser Traffic nachhaltig und du bist wenig oder selten von Google Updates betroffen. Ein wesentlicher Vorteil ist auch, es ist ein sogenanntes Pull-Marketing, also ein Nutzer sucht gezielt nach einem Produkt und Dienst oder Dienstleistung und du musst letztendlich mit deiner Internetseite oder deinem Online-Shop nur noch hier schreien und den Nutzer abholen. Durch die SEO verbessert sich auch die Usability deiner Internetseite. Nachteil ist, du brauchst in deinen Dienstleister, ob das ein SEO-Freelancer ist oder eine Agentur, auf jeden Fall Vertrauen in deren Maßnahmen. Denn SEO dauert. Man sagt meist mindestens 6 oder 12 Monate, bis du erste Erfolge überhaupt sehen kannst. Die SEO-Maßnahme ist natürlich nicht ganz günstig,
und sie ist nicht einmalig. Du solltest hierbei, solltest du vorhaben, SEO selbst durchzuführen, auch beachten, dass du gewisses Werkzeug benötigst, was monatlich entsprechend kostet. Ich habe dir weitere Informationen unten stehend in der Videobeschreibung verlinkt. Hierzu gibt es von uns einen Lexikon-Beitrag. Zum Beispiel mit den häufigsten Fehlern in der On-Page-Optimierung oder in der Off-Page-Optimierung oder was eigentlich dieses Werkzeug in der SEO kostet, sodass du dich letztendlich für dich oder dein Unternehmen entscheiden kannst, ob du einen Freelancer beauftragst, ob du das Ganze selbst machst oder vielleicht auch uns beauftragst. Wir würden uns freuen. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg.